Gott, hör doch auf rumzuschreien. So ein bisschen wie bei Star Wars. Oder die ganzen Dings abschlachtet. Oh nee. Nee, ich hab keine Zeit, jetzt zu sterben. Ich bin mit dem Schild. Was ist mit der Frau los eigentlich? Wir heilen mal extra nicht, damit wir unsere super krassen Heal-Ringe und Heal-Schilde benutzen. Gucken, ob es noch in den Arsch beißt. Gott, im Himmel! Why? Warum? Wie kommen wir da hoch? Können wir von irgendwo da drauf droppen? Kommen wir denn da hoch? Von da oben rüberspringen? Wahrscheinlich. Okay, lass uns mal hier reingucken. Dran reiben, Trampolin. Ey, ohne Scheiß, ne? Also hier ist zu. Können wir das aufmachen? Nein. Was ist da drin? Loot. Ich will da also rein. Wie kommen wir hier oben drauf? Ich muss da oben drauf, um darüber zu springen. Was ist das? Okay. Okay. Gut. Der ist krass, aber den hätten wir auch kriegen können. So ein bisschen. So, jetzt sind wir hier unten. Wie komme ich da jetzt wieder hoch? Also hier ging es ja nicht lange. Müssen die gesamte Leiter da hochgehen? Oder können wir hier einfach runterdroppen? Boah, ist voll der weite Weg, oder? Ich gucke erstmal hier jetzt. Da ist ein Wuffi wieder. Und da ist... Wer ist das denn? Warum ist Musik? Oh, die Runde geht immer wieder auf. Okay. Wolf.
Was? Why? Warum fährt dieser Rechner da und hoch und runter? Da! Fuck. Gott, okay, ich schreibe nochmal in den Chat. So, ich schreibe ganz kurz mal Hamu. Oh, Sekunde, wir können hier mal direkt starten. So, dann geben wir das hier mal ein. Ja. So, dann Software. Wir starten Borderless Gaming. Ja. Und wir gehen auf Games. Und wir wollen Dark Souls 3 spielen. Aber warum passiert das? Ich verstehe das gar nicht. Auch so zu so random Momenten. Irgendwie immer bei Bossfights, ne? Anderer Rechner vielleicht? Ja, wir haben es auf dem anderen Rechner nicht installiert. So, Sekunde. Sudle. Ich tippe auf einen blockierten CPU-Lüfter. Windows-Fehler Logdatei angucken. Warum gibt es kein Bluescreen? Ich weiß auch nicht, warum es kein Bluescreen gibt. Der ist einfach komplett weg. Jupp, Event-Manager anschauen. Oh, wollen wir mal investigieren? Okay, Chat. Ihr kennt euch ja aus. Ihr kennt euch ja aus. So, wir machen es mal so. Ich tappe mal hier kurz raus. Wir gehen mal hier drauf. So, guidet mich mal. Komm ich denn hier? Warte mal, wir machen es mal so. Wir verlassen. So, guidet mich mal durch. Was muss ich tun, um zu sehen, wo der Log ist? Wo ist der Windows-Taste, Ereignisanzeige? Windows-Taste. Ereignis. Oh. Ereignisanzeige. So, dann gespeicherte Protokolldatei öffnen oder. Windows-Protokolle wird hier geschrieben. Windows-Protokolle. So, und dann? Kritisch einmal in der letzten Stunde. System bei kritisch. Okay, hier sind Fehler. Distributed.com. Doppelklick, Aufklappe. Was hier? Sollen wir hier aufklappen? Also, durch die Berechtigungseinstellung für anwendungsspezifisch wird dem Benutzer NT-Autorität-System unter der Adresse Localhost unter Verwendung von LRPC keine Berechtigung vom Typ Lokalstaat für die COM-Server-Anwendung mit der CLS-ID, Windows Security Center Protection und der API bla, nicht verfügbar. Im Anwendungscontainer nicht verfügbar. SID nicht verfügbar, gewährt. Die Sicherheitsberechtigung kann mit dem Verwaltungstool für Komponentendienste geändert werden.
Was? Ignoriere das und weiter. Was? Wo soll ich weiterdrücken? Was soll ich tun? Das sollte alles geklärt haben. Das ist egal. Schauen wir nach weiteren Fehlern. Das ist genau derselbe Fehler. Wie kann ich hier wieder zurück? Weitergeleitete Ereignisse? Nee, wahrscheinlich nicht, oder? Die Temperaturen überwachen. Weiter nach unten scrollen. Kritisch. Kernel Power. Oh. Ist ein CPU-Kern? Hat er nicht genug Power? Das System wurde neu gestartet, ohne dass es zuvor ordnungsgemäß heruntergefahren wurde. Dieser Fehler kann auftreten, wenn das System nicht mehr reagiert hat oder abgestürzt ist oder die Stromzufuhr unerwartet unterbrochen wurde. Okay, das ist aber nur der Fehler darauf hin, dass wir es einfach so beendet haben, oder? Nee, das ist normal. Okay. Das System wurde zuvor unerwartet heruntergefahren. Okay. CPU, Graka-Netzteil. Was? Wo soll ich da hingehen? Wie viel Watt hat das Netzteil? Ich habe keine Ahnung. Netzteil-RIP. Weiter unten. Warnung. Meint er die Dinger hier? Fehler. CPU taktet runter, bevor die wegschaltet, dann hätte es geruckelt. Nee, okay, das ist zu alt. Okay. Ja, leider habe ich auch keine Ahnung davon. Wir müssen da Hamu drüber gucken lassen wahrscheinlich. Also ich kriege das jetzt sowieso nicht hin. So, wir machen es jetzt so. Wir spielen einfach weiter und hoffen einfach, dass es nicht passiert. Wenn es doch wieder passiert, dann müssen wir einen Ausweichplan machen. Ups. Das ist die Kindersicherung von Hamu, damit ihr nicht zu lange am Rechner hängt. Ja. Guck mal, ob die Lüfter zugestaubt sind. Die Lüfter haben wir ja gerade erst eingebaut, die sind super neu. Hamu schreibt auch selbst, muss ich mir die Logs angucken, um zu wissen, was das Problem ist. Ja, kann ich jetzt nichts machen. Da kann ich jetzt nichts machen. Lass mal weitermachen. So. Fortfahren. Ist Matteo jetzt etwa Computertechniker? Nein. Matteo ist einfach zu hot. Daran wird es liegen wahrscheinlich. So, jetzt haben wir unseren fantastischen Bossfight. Unterbrochen. Wir waren halt kurz davor, es zu schaffen. Na gut. Auf ein neues. So, wir killen erstmal den Wuffi. Und den Wuffi. Und den Wuffi. So, dann Autsch. Oh, der kommt jetzt schon?
Oh fuck. Der kommt jetzt schon dazu. Oh fuck, oh fuck. Das ist ja. Da hatten wir beim ersten Mal voll Glück. Da hatten wir voll Glück, dass der erst danach kam. Du hattest beim ersten Mal Glück, dass er spät kam. Ja, auf jeden Fall. Ach du Scheiße. Okay, das wirft ja nochmal ein ganz anderes Licht drauf. Ich dachte, okay, so schwer ist der Fight jetzt hier nicht. Okay, das heißt, wir müssen jetzt schneller abgehen, oder was? Claim schreibt, First Try wäre schon krass gewesen. Es war ja First Try. Wir hätten noch zwei, dreimal draufkloppen müssen. Oh fuck, 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 fuck. Beim ersten Mal warst du viel weiter hinten. Ach, meint ihr, ich trigger den von der Distanz her, dass ich so weit vorne stehe? Ah, wir könnten ihn vielleicht versuchen, da rauszuziehen. Okay, das ist vielleicht eine gute Idee. Lass mal versuchen. Nein, aber der Weg ist für ihn länger. Ach so. Okay. Okay, cool. Ich wollte unbedingt den Dings killen. Ich wollte unbedingt den kleinen Dude killen. Aber vielleicht kann ich ihn am Leben lassen. Vielleicht kann ich ihn am Leben lassen. Boah, wenn ich mir vorstelle, wenn wir den Rechnerabsturz nicht gehabt hätten, wie krass ich dann nicht gerafft hätte, wie stark dieser Gegner, also wie schwer dieser Fight eigentlich ist. Da wäre ich wieder First Try durchgejolot. Yeah.
glaube. Scheiße. Matteo, kannst du mal bitte gucken, ob ein Lappen oder ein Pullover oder so vor dem Lüfter liegt? Ja, ich guck mal. Seelen, da waren nur 3000 Seelen oder so. Ich guck mal ganz kurz, ob irgendwas hier vor dem Lüfter liegt oder so. Nee. Also oben und unten nicht. Wie ist das ganze Rig ist hier halt an. Nee, sieht aber eigentlich ganz gut aus. Okay. Also wir müssen auf jeden Fall Hamu da mal drüber gucken lassen. Morgen wird er sowieso hier umgebaut für Husum. Also abgebaut. Ich glaube, dann wird Hamu gucken. Können wir nicht da direkt hinrennen und draufkloppen? Fuck. War gerade nicht so gut. Neustart in 3, 2. Heldenknochen und Nobelherz. Krass.
Okay, ein cooler Bossfight. War ein bisschen schwierig. Ich habe immer Probleme mit Bossfights, wo mehrere Bosse gleichzeitig da sind, aber das hier ging eigentlich ganz gut. So, was war nochmal das Nobelherz? War das wahrscheinlich... Ja. Heldenknochen. Im Feuerbandschrein verbrennen, um untoten Matches freizuschalten. Okay. Und die Waffe. Rechte Handwaffe, aber mit einem... Hä? Ach, zweihändig hat man da direkt ein Parierschild dabei. Na, da hat man so eine Pose. Ach krass, das ist das, was er auch die ganze Zeit gemacht hat. Eine 1 vom Meister der Untoten, was, des Untotenkampfs geführte Waffe. Das außergewöhnliche Waffenpaar besteht aus einem Breitschwert und einem Löwenschild. Der Meister kämpft rastlos weiter, bis er gänzlich den Verstand verloren hat. Letztlich blieben bloß seine Page und ein Wolf an seiner Seite. Fähigkeit Löwenhaltung. Ein normaler Angriff führt in normaler Haltung zu einem Vorwärtsstoß mit erhobenem Schild. Ein schwerer Angriff zu einem Schildschlag mit einem Löwenschrei. Okay. Der Chief Skill fragt, hat Matteo den namenlosen König geklatscht? Ja. In der letzten Session haben wir den namenlosen König besiegt. So, ich nehme an, kommen wir nur raus. Oh, was denn hier? Nachricht lesen, Traurigkeit. Irgendwie erinnert mich das ein bisschen an Sief war das doch, oder? In Dark Souls 1. Der Wolf von Artorias mit dem Schwert im Maul. Ist so eine Anspielung da drauf? Der Sief, der Wolf. Emote. Page und Wolf waren der Boss. Okay, ich glaube, ich muss mit dem Homeward bauen. Ah, ne, Quatsch. Da ist ja ein Bonfire. Das sehe ich jetzt erst. Anspielung ja, aber ein anderes Schwert. Sieg! So, okay. Das heißt, wir gehen jetzt wieder nach oben. Und dann gehen wir nochmal diese Leiter hoch, oder was? Geh in die Kirche. Ja, von hier aus komme ich ja, glaube ich, nicht hin, oder? Du hast ein Item, das wie die Feder ist. Du meinst wie ein Homeward bauen. Also wie das verdrehte Schwert. Das ist ja das Fragment von dem Schwert, was ich habe, was wie so ein Homeward bauen ist, ja im Endeffekt funktioniert. Autsch. Ich muss erst den Baum killen, damit die Leiter überhaupt wieder erscheint. Krass. Und irgendwie sieht diese Wand hier komisch aus, oder? Quatsch. Denn dieser Baum hier aus? Fuck. Oder du nimmst das Bonfire oben. Ich habe oben kein Bonfire, oder habe ich doch eins? Letztlich Kaselen. Ja, das stimmt schon. 60 Kaselen rumschleppen ist doof, aber ein Level kostet inzwischen mehr als 60k. Ich weiß nicht. Bei der Brücke kommst du mit der Leiter raus, Matteo. Wie? Wie? Oh, was meint ihr? Das in der Höhle hast du da oben. Okay,
Das checke ich gerade nicht. Also soll ich eher ein Bonfire jetzt benutzen, oder was? Alles ohne Leveln? Nee, also ich will leveln. Also ich würde jetzt hier wieder hochgehen. Siehst du gleich. Achtung, Kirche voraus. Ich wollte ja zu der Kirche, da war ja dieser Edward mit den Scherenhänden-Dude. Ist das schon das DLC? Ja, das ist der erste DLC. Wir haben vorhin das Hauptspiel beendet. Haben den letzten Boss da gelegt. Malofs Kexe hat gesubbt für 20 Monate und schreibt Fun Fact, die meisten Elefanten wiegen weniger als die Zunge eines Blauwals. Vielen Dank für 20 Monate, Franzi, sehr nett. Seeburm hat für 9 Monate gesubbt und schreibt, hallo, mein Lieblings-Matteo, endlich ist ein neues Bondra-Kind geboren. Ich hab euch lieb, Full Homo, Herz. Vielen Dank für 9 Monate und dieses Kind. Ich versuche mich darum zu kümmern, aber in die Schule bringen musst du es. Chief Skill hat gesubbt für 8 Monate, schreibt, juhu, 8 Monate Bondra und bisher keinen bereut, macht weiter so, Jungs. Vielen, vielen Dank. El Toboso hat gesubbt für 3 Monate, schreibt, Ottmar oszilliert durch Dark Souls 3. Vielen Dank, das ist auch völlig korrekt. Desperado 1811 hat gesubbt für 2 Monate und schreibt, was ich schon immer loswerden wollte, kleiner als 3. Weil 2 Monate, das ist auch richtig. Der Hoopmaster hat nochmal für 16 Monate gesubbt, haben wir nicht vorhin schon vorgelesen? Weiß ich nicht. Krasser hat er aber schon vorgelesen mit 21 Monaten, der schreibt, viel Spaß beim DLC, hier gibt es meinen Lieblingsboss der Souls-Reihe. Das hat er auf jeden Fall vorgelesen. Und gerade eben ganz frisch hat E2311 gesubbt, vielen, vielen Dank. So. So, wir droppen jetzt hier runter. Ja, was war das denn? Haben wir jetzt 5 Damage gemacht und voll zurückgeschlagen. Warte mal. Blut. Harz. Ich liebe Harz. Vorsicht, Matteo, Finstergeist. Wo? Also hier könnten wir nochmal hoch. Aber wir wollten ja letztes Mal hier lang. Wir wollen ja diesen... Was? Chat, Twitch Police? Was ist mit der Twitch Police? Ist Finstergeist, war das ein... Hallo? Ich hab keine Zeit, hier runterzufallen. Hoch, hoch, hoch. Oh, was? Chat will hoch? Also wir sollen nicht hier runter zu dem hier, oder was? Chat sagt, wir sollen hoch. Okay, dann gehen wir hoch. Da ist ja die Hängebrücke. Achso, da geht's zu dem Bonfire da oben. Hoch und dann runter. Was? Hat er den Endboss schon gekillt? Vom Hauptspiel ja. Den haben wir vorhin gelegt. Auch ganz cool, der Fight. Okay, kann ich mich hier nicht dran setzen? Ist das kaputt? Wer hat das Ding hier kaputt gemacht? Erinnert die Brücke dich an was? Ja, an die Painted World of Ariamis. Also an das Gemälde aus Dark Souls 1. Da ist jemand! Ich wurde invaded!
Ja, Kollege. Und jetzt? Ich mach mal weiter. Andi fragt, ob ich das Hauptspiel bald durch habe. Ja, wir haben das Hauptspiel heute beendet. Wir sind gerade im DLC. Wer ist gestorben? Lol. Okay, das heißt, unsere PvP-Statistik in Dark Souls ist 100% Winrate. Bisher ungeschlagen. Invader genommen. Guter Kampf zum Bonfire. Ja, ich gehe wieder zum Bonfire. Matteo, ich war nicht da. Wie hat dir das Hauptspiel gefallen? Wie findest du das DLC jetzt? Mir hat das... Oh, ich bin falsch gelaufen, weil ich Chat gelesen habe. Mir hat das Spiel super, super gut gefallen. Dark Souls 3 ist bisher unfassbar geil. Ich muss sagen, der DLC macht bisher aber auch richtig Bock. Die Gegnertypen machen Bock, die Welt sieht geil aus. Also vom Gameplay her würde ich sagen, dass Dark Souls 3 mir mehr Spaß macht als Dark Souls 1. Aber von der Atmosphäre und von der Welt finde ich Dark Souls 1 nochmal ein bisschen, ich will nicht sagen besser, aber ikonischer. Also das ist noch krasser einfach, also Dark Souls 1. Aber trotzdem ist Dark Souls 3 ein super krass geiles Spiel. Also, Dark Souls 3 macht extrem Bock. Leveln, please. 68.000? Ja, reicht nicht für ein Level. Wir rutschen mal hier runter. Ich fand Dark Souls 2 besser als 1. Aber da ging es mir anders. Also, ich fand Dark Souls 1 sehr, sehr viel besser als 2. 2 hatte seine starken Momente, hatte richtig geile Bosse und so. Aber ich würde Dark Souls 2, glaube ich, nicht nochmal spielen. Und Dark Souls 1 könnte ich jede Woche, glaube ich, nochmal spielen. Habe ich auch schon zweimal durchgespielt inzwischen. Ne, jetzt kommen wieder diese Vögel. So, hier rüber springen können wir nicht. Wir müssen irgendwie von da oben runterjumpen. Aber wie kommt man hier hin? Oh, jetzt gibt's wieder hier ein paar Schreie. Oh Gott, ey, ich kotze. Oh Mann, ey. Leck mich am Arsch. Andi fragt, okay, Frage 2. Ist heute Late Night PUBG angesagt? Also Andi, wenn du Late Night PUBG spielen willst, dann... Ist Late Night PUBG mit dir angesagt, ja? Wenn du Bock hast, ich bin voll dabei. So, jetzt kommt wieder der Edward mit den Scherenhänden, Kollege. Packen wir den oder nicht? Packen wir den oder nicht? Das ist halt krass. 68.000 Seelen. Jo, wir packen ihn. GG. Okay. Hat Andi jetzt geantwortet?
An der hat noch gar nicht doch. Hab hier im Zug etwas Delay. Ach, du bist im Zug? Du bist jetzt schon im Zug nach. Boah, Andi, du könntest ins Studio kommen. Wir könnten im Studio PUBG spielen. Das ist halt voll geil. Also nur, wenn du Bock hast. Hat er doch gesagt. Habe ich nicht gelesen. Wo stand denn das? Oh, hier geht's hoch. Matteo wieder mit Lesen, Leistung. Hallo, ich muss hier Dark Souls spielen für 100 Zuschauer und muss noch dabei Chat lesen. Das ist nicht so leicht. Wer bist du? Vogelmann. Oh, well, there is nothing forlorn about you. You must be the other Ash, I suppose. Du bist Asche. Guck dich mal an. Ich bin Asche, ich bin nicht Asche. Okay, ich bin Asche. Oh, oh, finally, you have come. Oh, wondrous Ash. Grant us our wish. Make the tales true and burn this world away. My lady must see flame. And you have only to show her. You are Ash, are you not? Is it not fire that you seek? Ich bin Asche, ich suche kein Feuer. Surely you have seen the rot that afflicts our world. But that which fooled the good father and buried the flame. After we had all made up our minds too. So, please, grant us one wish. Make the tales true and burn this world away. Okay. My lady must see flame, and you have only to show her. Gut. Ich werde ab jetzt den Chat nicht mehr lesen. Also egal, was im Chat geschrieben wird, es wird nicht an mich herantreten als Information. Ich werde heute den Chat nicht noch ein einziges Mal mehr lesen. Also das heißt, dieser Verbindungskanal ist jetzt gestorben. Falls jemand mit mir in Verbindung treten wollte im Chat, ist dieser Zug jetzt abgefahren. Oh, Bonfire. Chat genommen. Nein, war nur ein Scherz. Ja, ich habe es gelesen, Andi. Wenn du in 2 Stunden hier bist, dann bist du 1 Stunde zu früh und wir können aber trotzdem PUBG spielen dann. Ich wollte eigentlich ja Dead Cells spielen, aber wir spielen dann PUBG, wenn du hier bist. Da habe ich voll Bock drauf. So, habe ich mich jetzt da dran gesetzt? Nein, wir haben die 72.000 Seelen. Lass mal die ausgeben. So, Reisen. Feuerbandschrein. Warum hat Matteo gerade diese Drohung ausgesprochen? Weil ich Andi trollen wollte, weil ich gelesen habe, was er geschrieben hat. Matteo hört dann bestimmt das Klingeln nicht. Oh, das ist auch ein Problem. Wenn Andi hier ist und klingelt, ich höre nur 50% wegen der Lags. Er liest nur 50% wegen Dark Souls. Ich lasse mich überraschen. Aschemann, ich bin Aschemann. So, reichen 72.000 für ein Level Up? Ja, Mann. Ich sage, wir gehen weiter in Stärke. Wir machen ein Quality Build. Erdbeerwochenmann schreibt, ich kann auch rumkommen. Okay. Mayst thou thy peace discover. Wolf Strudel schreibt, wenn ich auch vorbeikommen kann, würde ich sogar ausnahmsweise PUBG spielen. Ja, kommt alle zur LAN, dann zocken wir alle zusammen PUBG. Franzi schreibt, könnte ich auch gleich kommen, Kappa. Das ist wieder ein Timeout wert, würde ich sagen.
So, mal gucken, wo es hier weitergeht. Ich würde ja trotzdem gerne wissen, wie ich da zu diesem einen Loot hinkomme. Ist hier nur eine Geheimwand? Oder? Doch nicht zufällig hier so. Wer sind Sie? Kann ich mit ihm reden? Irgendwas ist doch hier. Die bauen doch nicht sowas hier rein. Wenn hier nichts ist. Da oben ist Loot. Wie kommen wir zu dem Loot hin? Hier um die Ecke oder so? Haben wir hier nicht her? Ja. Hier unten war ja der Edward mit den Scherenhänden, Dude. Oh, was ist, hängt denn da? Ist es der Edward mit den Scherenhänden? Wie krass ist der denn? Ist ja voll der krasse Motherfucker. Guckt euch den mal an. Warum sind ja alle tot? Vielleicht schreit wieder so ein Kackvogel. Wetten? Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Lässt sich von dieser Seite nicht öffnen. Okay, wir lassen die Vögel mal in Ruhe. Hä? Soll ich hier runter? Schau mich mal weiter um. Vogel. Komm. Kam eine zweite Vogel her. So, wir können hier rüber. Hier ist schon mal der Loot, den wir von der anderen Seite holen wollten. Geil. Hier ist ein Vogel. Hier ist ein Tisch. Und jetzt können wir gleich hier rüber jumpen auf den Loot, der da ist, oder? Ja, können wir. Bevor ich den mache, schauen wir uns erstmal kurz hier um. Bleib stehen! Scheiße. Warte. Bleib stehen. Ja, fuck, jetzt bin ich ja die ganze Kacke wieder zurückgelaufen, Mann. Man lässt sich immer so verarschen von allen möglichen. Von allen möglichen Leuten, die hier sind. Er tötet seine Artgenossen. Was? Gehen wir hier lang. So, und dann gehe ich hier hoch. Den lassen wir links liegen. Ne, warte mal, den lassen wir nicht links liegen. Dann müssen wir rüber jumpen. Okay, wir sind drüben. So, der war ja tot. So, und jetzt springen wir da rüber. Okay, let's go! Das war ein bisschen knapp. Krähenfedern. Okay. Gegen einer harten Waffe. Nein, das Dumme ist jetzt. Jetzt ist Edward mit den Scherenhänden wieder da. Okay, das bedeutet, wir machen eine kurze Pipi-Pause, weil ich Pipi muss. Und dann sehen wir uns gleich wieder und dann geht's weiter mit dem DLC von Dark Souls. Oh, ich pinkel mir echt gleich in die Hose. Huiuiui, das wird aber knapp. Leute, das schaffe ich nicht mehr. Ich pinkel mir in die Hose. Bis gleich. Okay, warum kommt keine Werbung? Ihr seht mich nicht mehr. Warum ist hier keine Werbung? Geht die? Die Werbung geht nicht mehr! Geht die? Hä?
sehe keine Werbung mehr. Geht das hier? Es geht gar nichts mehr. What? What is happening? Okay, wartet mal. Okay, muss ich mir jetzt in die Hose pinkeln? Wartet mal. Oh Gott, ich pinkel mir in die Hose, Mann. Ich werde mir absolut in die Hose pinkeln. Ich restore das mal hier. Oh mein Gott! Jetzt seht ihr die Küche. Okay, ich kann keine Werbung machen. Das bedeutet, wir machen jetzt eine Küchenpause. Schaut euch die Küche an, ich gehe kurz pinkeln. Bin gleich wieder da. Ich kann keine Werbung machen, tut mir leid. Oh Gott, ich pinkel mir in die Hose. Ich pinkel mir in die Hose. Okay, gute Nachrichten. Ich habe mir nicht in die Hose gepinkelt. Geht weiter. Ich hör irgendwelche Monster. Leben wir noch? Gut, ihr wisst es ja selber auch nicht. Oh. So. So, Sekunde, wir schalten um. In der Hoffnung, dass das geht. PC1 und Cam. Geil, geht. Hallo. So, oh. Los geht's. Nein, hört auf zu schreien. Jetzt müssen wir nochmal gegen den Dings-Typ kämpfen. Oder wir dodgen den einfach. Scheiße. Okay. Dieses miese Schwein, jetzt müssen wir auf die Schnauze hauen. Okay, so, jetzt liegen unsere Seelen da unten. Und da ist dieser Typ. Da sind unsere Seelen. Wie viele Seelen waren das? Zwei. GG easy. Alle Seelen. Nur 15.000.
Ach, wir haben ja gelevelt. Die 15k Seelen hätte ich auch liegen lassen können. Scheiße. So, also, unser Plan. Wir sind jetzt hier zurückgegangen, haben den Loot geholt. Wir waren jetzt hier. Ich renne jetzt mal hier an denen allen vorbei. Hallo, ich müsste mal hier durch. Hallo, hallo. Wo ist das? Alter, Alter! Ein bisschen frage ich mich, warum Matteo zwar mit Schild spielt, aber nicht auf Belastbarkeit skillt. Belastbarkeit erhöht nämlich auch die Standfestigkeit vom Blocken. Ja, aber wie oft werde ich denn gestaggert beim Blocken? Wurfmesser gegeben. So, dann bearbeiten wir den jetzt mal. Okay, cool. Okay, der bearbeitet uns! Okay. Blocken, Blocken ist so 2000er. Was, Blocken? Okay, kriegen wir den kaputt? Das ist die Frage. Der ist halt schnell und er macht immer seine Wurfmesserattacken, wenn ich gerade healen will. Er hat eine längere Nase als du. Scheiße, das ist das Problem. Ach, den kann man ja backstabben. Nice. Jauchekugeln. 123 Seelen. GG. Können wir da drauf springen? Das ist die Frage aller Fragen. Ja. Go, oh fuck! Gegenüber ist noch Loot, schauen wir uns gleich mal an. Rostige Goldmünze mal 3.